Hi Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan Exiles auf dem Beta-Test-Server zu Age of Heroes. Ja, wie ich euch bereits in den letzten Parts erklärt habe, kommen ja zu Age of Heroes auch Käfige in die Welt, in denen wir Handwerker und Barkeeper finden. Und ich hätte gesagt, wir gucken uns das jetzt einfach mal an, wo wir welchen Käfig finden und was uns darin so erwartet. Aber zuerst werfen wir mal einen Blick auf die Karte und ich habe alle Käfige, die ich jetzt gefunden habe in der Welt, mit dem Totenkopf hier markiert. Die sind meistens bei etwas kleineren Camps. Es gibt aber natürlich auch welche in den großen Städten, wie zum Beispiel bei Neu-Asgard oder auch hier beim Hügel der Toten. Ich würde sagen, wir gehen zum Geisterwachtturm und gucken, was uns in diesem Käfig zuerst erwartet. Was natürlich ganz wichtig zu erwähnen ist, um die Gefangenen zu befreien, braucht ihr die Schlüssel des Gefängniswärters. Und tatsächlich ist es so, bei den meisten Käfigen stehen Gefängniswärter dabei, wie dieser hier zum Beispiel, bei einigen aber nicht. Das heißt, ihr müsst halt einfach ein paar Schlüssel farmen, damit ihr gechillt Käfigruns machen könnt. Ich brauche jetzt natürlich keine mehr, denn ich habe sie ja im Inventar. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hin und gucken, was jetzt hier so rauskommt. Es ist ein Mithra-Erzpriester. Alles klar, der wird natürlich jetzt insta gekillt, weil der nicht getarnt ist, so wie wir. Aber genau, jetzt wissen wir zumindest, was uns in dem Käfig so erwartet. Es ist aber auch tatsächlich so, dass natürlich in jedem Käfig immer unterschiedliche NPCs spawnen, beziehungsweise Handwerker. Das heißt, wenn wir das nächste Mal hierher gehen, ist wahrscheinlich ein anderer drin. Wir schauen weiter in Neu-Asgard. Hier gibt es auch Käfige. Einer steht hier oben und drinnen befindet sich ein cimmerischer Kämpfer 3. So, aber es gibt hier noch einen anderen Käfig und der war, glaube ich, irgendwo hier unten. Jetzt lasst mich mal kurz gucken. Ja, genau, hier ist noch einer. Was haben wir hier drinnen? I have a proposition. Einen zaborianischen Barkeeper. Gehen wir mal zu den Piraten und schauen, was es da so gibt. Und mal abgesehen von dem betrunkenen Kämpfer hier, finden wir den Käfig weiter oben, wenn wir einfach, ja, folgt einfach dem Weg. Und dann werdet ihr ihn auch sehen. Er müsste eigentlich hier oben stehen. Oder noch ein zweiter? Ja, genau. Hier befindet sich der Käfig. Und im Käfig haben wir was? Einen chemitischen Schmied. Wir sind jetzt beim Todesgeflüsterlager, denn auch hier steht ein Käfig mit einer zamorianischen Bogenschützin. Ja, wie ihr schon seht, gibt es natürlich eine ganze Menge an Standorten, wo die Käfige zu finden sind. Die einzigen Punkte, wo ich jetzt keine gefunden habe, war hier links in der Umgebung von Sepamero oder auch in Sepamero, sowie im Vulkan und im Eisgebiet. Vielleicht habe ich mich aber auch verschaut und dort gibt es doch welche. Wenn ja, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Die Karte poste ich auf jeden Fall auf meinem Discord-Server. Wenn ihr also mal reinschauen wollt, dann scannt gern die beiden QR-Codes hier, da gelangt ihr direkt zu meinem Discord. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gern auch ein Abo da. In dem Sinn, meine Lieben, mehr gibt's zu den Käfigen in der Welt auch erstmal nicht zu sagen. Im nächsten Part gucken wir uns dann an, was die Purge uns für Handwerker bringt und mit welcher Stufe wir am meisten bzw. die besten Handwerker bekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye!